Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie was. Halt da so zum Lesen. Verblasster Brief. Tan-Leof, Wien. Achso. Könnt ihr euch mal langsam durchlesen, denn? So. Was denn hier los? Diese Statue hat drei große Schlitze. Da passt etwas hinein. Ein Messer oder ein Dolch. Ah, das habe ich schon gesehen beim Kumpel. Okay, wir sind wieder weg. Wir kommen hier nicht weiter. Da gibt es irgendwelche komischen. Gut, ich werde mal. Die Rüstung kriegen wir dann erst, wenn wir die Sachen erledigt haben. Alle Markierungen löschen, ja. Also, wir müssen jetzt hier hin. Da gibt es dann so einiges, ja, ich sag mal, das sind ganz schön haarige Sachen. Die haben dann, keine Ahnung, Level 300 und höher oder was weiß ich. Das ist, ja, ist nicht, na, okay. Ich mache jetzt erstmal hier weiter, weil das ist jetzt hier die letzte Folge, die ich heute aufnehmen kann. Ich habe schon die Platte ein bisschen freischaufelt. Ich verschiebe hier schon Dateien und ich möchte auf jeden Fall das jetzt noch klären da irgendwie. Vielleicht schaffen wir das ja in den 30 Minuten hier noch irgendwie was zu reißen, dass wir den East Anglia hier schon questmäßig abgeschlossen haben. Wir werden sehen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Das wohl denn erst morgen irgendwann ist. Oswald ist tot! Oswald ist tot! Wir betrauern den Verlust unseres zukünftigen Königs, der Hoffnung für East Anglia. Naja. Wir werden seinen tapferen Kampf in Dunvik nie vergessen. Wir erinnern uns, wie er sein Schwert gegen Rüds erhob. Und vor allem werden wir uns seiner Hingabe zu Gott und seiner Berufung erinnern. Heute Abend erheben wir unsere Becher auf Oswald in der gezüchtigten Sau. Das hätte sich der Mann gewünscht. Gezüchtigte Sau? Was? Noch ein verlorener König. Du solltest nicht ständig in Met baden. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Tragen wir den Kampf zu denen, die von Rüds Clan übrig sind, bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Kastelburg verschanzt, einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings, geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen. Flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl und lassen es brennend gegen das Tor segeln. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürth auf, eine Armee aus den Bauern East Anglias. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Es kann funktionieren, Finn. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Schlund der Hölle. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Anglia weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern.
Zwei eifrige Sachsen machen noch keine Fürth. Aber vielleicht hast du recht. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford. Winston, ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Castell Buch auf. Reite mit mir, Finn. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. Hoffnung ist rar gesät in diesem Königreich. Dennoch, ich halte mich lieber an etwas fest, als alle Hoffnung aufzugeben. Wenn wir Rüds Clan weitererlauben, sich in diesem Königreich auszutoben, werden die Menschen genauso verheert wie das Land. Und was tun wir? Wir reiten in die Fens hinaus, um ein paar verängstigte Bauern um Hilfe anzuflehen. Um für einen König zu kämpfen, den du ihnen gabst, Finn. Vergiss das nicht. Meine Aufgabe war es, einen König zu finden und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch nicht vollendet. Ja, ja, du musst es mir nicht unter die Nase reiben. Vorsicht, Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Diese dreckigen Bauern. So, irgendwie ist Valhalla gerade abgeschmiert. Ich fange mal Stücke hinten an, ne? Wir sind gleich wieder bei dem Lager. Ich hoffe, es schmiert nicht gleich wieder ab. Ja, Vorsicht, gespannt. Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Diese dreckigen Bauern müssen doch mehr haben als das. Was hast du erwartet, Bruder? Schwerter und Silber? Wir hatten unseren Spaß und darauf kommt es an. Rüds Männer sind eine Plage für dieses Land. Plage ist noch zu nett. Der Fluch eines Sehers. Okay, das war ja schon mal... Rüds Anweisung. Krieger, legt euch an den Wegen nach Norwig auf die Lauer. Erschlagt all jene, die Zuflucht in der Stadt suchen. Wenn die Erde feucht und rot von Blut ist, wird sich niemand widersetzen und das Königreich wird unser sein. Wer weiß, warum das da schon wieder abgestürzt ist. Okay, dann würde ich sagen, schreibe ich mal einen anderen. Machen wir mal den jetzt hier. Gut. So. Jetzt würde ich sagen, wieder rauf aufs Pferd. Nee. Hallo? Was soll denn der Quatsch, bitteschön? Wo hat er denn das Pferd her? Hat er sie gerade in die Crafted da oder was? Was soll denn der Quatsch? Theodfold, da vor uns. Holz, Rauch und Asche. Rüds Männer waren hier. Warte mal, ich hab noch zwei Fähigkeitenpunkte. Schiss, mein Kind. Wir dürfen nicht verschwenden, was der Herr uns gibt. Und du, Vater? Es ist so wenig, es wird nichts übrig bleiben. Iss. Damit du stark wirst. Die Stimme von Thor gewesen. Also aus Marvels Thor. Alles ist weg, Greve. Alles. Ruhig, mein Freund. Wir bauen wieder auf. Das verspreche ich dir. Ich habe keine Kraft mehr. Halte durch. Ihr habt wirklich Eier, hierher zu kommen. Eure Leute haben das angerichtet. Rüds Clan ist dein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham.
Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Oswald starb bei der Verteidigung East Englas. Bei deiner Verteidigung. Willst du das nicht auch tun? Was? Mein Leben für eine aussichtslose Sache geben? Ich habe andere Probleme. East Engla wird fallen, wenn Rüds Clan nicht besiegt wird. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Schöne Worte, Dänin. Aber die Männer Theodforts haben eigene Schlachten zu schlagen. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsfrost. Es wurde vor 2 Wochen von Rüds Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, was du versprichst, werden die Spieße Theodforts dir folgen. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf mich. Die Kirche in Kuningsrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm. Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. Alles klar. Kann ich damit meine Leute dahin, ja? Mit erhobenem Stahl. Hey du, Dänen, auf ein Wort. Nein, hab keine Zeit. Hast du Mutter gesehen? Oh, du Armer, deine Mutter? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Bevor die bösen Männer kamen. Sie wollte gleich zurück sein. Doch sie kam nicht. Das kommt, mein Kleiner. Ganz bestimmt. Wenn du es sagst. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen dahin. Abfahrt. Jetzt Segel setzen! So, dann wollen wir mal, wa? Singt uns ein Lied. Ich weiß ja nicht mehr, wie lange die andere Folge ging. Wir setzen das später fort. Eine Art befestigtes Lager, da! Du bist der Los Tötet jetzt, Wikinger! Odin! Bringt ihn! Hier! Bringt die Sau zu Fall! Sehr gut. Ich töte dich! Bring doch schon gut! Blutiger Schwein! So, da oben sind welche mit. Heimgesucht von Rüds Männern. Führt mich zum Sieg! Ach so, die sind schon tot. Achtet auf mein Zeichen! Hier können wir doch bestimmt auch wieder raidmäßig irgendwas machen. Also schatzmäßig irgendwas machen. Raidmäßig. Dann haben wir da drauf. Guck mal, hier ist zum Beispiel eine Rüstung, da drüben ist noch mal Material. Odin soll dich holen. Auf mein Zeichen! Odins Fluch auf dich! Ermüdet den Schau!
Oh, warte mal. Deine Zeit ist um. Nein. Nein, du bist tot. Tot. Das ist ein Fuchs. Achtet auf Finden. Machen wir unsere Beute mürbe. Blut für Odin! Was haben wir hier? Da, wo ist der Schlüssel? Der ist da drin irgendwo. Komm mal einer mit hier. Ich brauche Unterstützung. Ja, komm ran hier. Das Weiter. Dauert nicht lang. Wer wird Odin stolz machen, ha? Ja. Das ist dein Leben. Wenn du rot wird, sollte ich aufhören, ne? Oh, der hat Kopfschmerzen. Ja, ja. Ich sollte ins Horn stoßen, um die Siegesnachricht zu verbreiten. Wir plündern jetzt hier erstmal in Ruhe. Nicht gucken, mitnehmen. Warte mal, hier ist irgendwo eine Truhe gewesen. Hier war doch irgendwo der Schlüssel. Ach, hier. Magister. Halt. Hä? Hatte ich das hier nicht schon die Plünder? Gut, das hätten wir schon mal. Hier ist nichts weiter. Wo war das jetzt hier drüben? Kupfernickelbarren, jawohl, Alter. Hier kriegen wir die Dinger. Sehr gut. So, wo muss ich jetzt hin? Da oben irgendwo. Warum sind hier so Dinger abgesperrt? Was ist mit dem Ding? Nur so? Oh. Hoi. Der Greve steht an meiner Seite. Hoffen wir, dass er sein Versprechen hält. Das Horn! Wie lange habe ich diesen süßen Klang nicht gehört? Na, endlich! Sei gegrüßt! Hier drüben! Ja. Ich habe mein Versprechen gehalten, Greve. Hoffentlich ehrst du auch das deine. Das werde ich, ja. Theodfort wird mit dir gegen Rüds Clan kämpfen. Mit deiner Hilfe werden wir East Engler vielleicht retten. In der Vergangenheit wurde das Horn genutzt, um Menschen aus dem ganzen Land zur Fürth zu rufen. Vielleicht findest du noch andere, die den Ruf gehört haben. Gut. Wen auch immer du findest, versammle sie bald bei den Ruinen nördlich von Kastellbuch. Gut, das hätten wir. Okay. Haben wir jetzt hier noch irgendwas in der Nähe, was wir hier machen könnten? Nee. Gott, wir müssen da hinten irgendwo hin.
Da ich noch herkehren. Da ich noch ja nicht. Ich könnte jetzt mal den Schmied besuchen, Alter. Theodfort ist gekommen. Nun sollte ich zu Finn in unserem Vorposten stoßen. Wo ist denn hier? Ist hier ein Schmied? Ist das ein Schmied? Ote conspecto hominum quale dilexit. Ego sum veride. Qua tan. Ist das Fila? Minder Chipara, Olaf Rick Slanhur. War das ein Schmied oder? Ach nee, das ist ja dieser. Das ist wieder so ein Söldner hier. Warte mal. Nein, Mensch. Ich wollte jetzt hier. Lass mich mal kurz. Wollen wir mal schnell nach Hause? Ich würde gerne schmiedtechnisch jetzt mal gucken, ob wir hier noch was aufrüsten können. Können wir ja jetzt eigentlich. Vielleicht können wir mit den zwei Sachen gleichzeitig zwei so eine Rüstungsteile aufrüsten. Diese Eindringlinge konnten gar nicht siegen. Nicht, wenn du dich mit Gunnars Werken bewaffnest. Genau. Zeigst du mir deine Waren? So. Du hast ein Auge für hohe Güte. Da würde ich sagen, machen wir erstmal 40, 30, 12, 17, 24. Ach so, ich kann ja. Ja. Ich kann ja das. Das ist hier das Höchste, ne? Dann werde ich, wie viel brauche ich dafür? End. Okay, gut. Danke, dass du diesen Händen deine Ausrüstung anvertraut hast. Jawohl. Neuer Runenplatz. Sehr gut. Das gefällt dir wohl ganz gut. 37, 39, 34, 35. Naja, dann nehmen wir die Bärenmütze hier. Guck mal, wie das. Was für Möppis die hat, wenn die hier so schwarz dargestellt wird. So, mehr können wir nicht machen. Ach, ich wollte ja noch diesen Bogen machen, genau. Das wollte ich ja noch machen. Wir wollten ja den Bogen ändern. Oh, wie mächtig es nun ist. Ach, gut, das war da. Das ist ja der Bärenbogen. Ah, das ist ziemlich gut. Dreier. Hier brauchen wir schon diese Goldbarren hier. Tungustenbarren. Beim Bärenschild reicht das schon voll. Ich leiste wirklich gute Arbeit. Ja. Ich muss los. Das so. So. Dann gucken wir mal. Ich würde sagen, wir ändern jetzt mal den Bogen. Ja. Und dann werden wir mal die Rune hier. Haben wir hier irgendwie was? Andere Feuerschaden? Plus zwei Feuerschaden. Ich habe noch keine. Giftschaden könnte ich nehmen. Oder Crit. Gut. Aber ich kann noch nicht ändern, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Plus 5 Schleichangriffschaden, Widerstand, plus 3 Rüstung. Wollen wir hier auf Rüstung gehen? Ne, eigentlich nicht. Gesundheit, Widerstand. Fernkampfschaden, warum wird das nicht... Ja, komm, nehmen wir das hier. Ach,
Ach scheiße, was hatte ich denn da vorher drin gehabt? Ach scheiße. Gesundheit? Nee, was hatte ich denn da drin gehabt? Wie ist das, Ena? Ich hab nicht aufgepasst. Das ist egal. Hier ist auch Gesundheit. Nehmen wir hier noch plus 3 Rüstung. Gut. Ach, jetzt kann ich das hier verbessern. X. Und noch mehr. Noch mehr? Nee. Hier können wir das auch verbessern. Was ist denn nur? Ach, hier ist noch diese Maske. Gut. Oh, hier, den können wir auch noch verbessern. Sehr gut. Und nochmal. Nochmal? Nochmal. Okay, den haben wir auch voll. Was fehlt mir jetzt hier noch? Da hinten irgendein Scheiß. Was ist denn das nur wieder? Oh, Gottes Willen. Fähigkeiten haben wir auch 2 gekriegt. Alter. Es ist so viel. Warte mal hier. Was haben wir hier? Den Axt brauche ich nicht. Fähigkeiten schaden. Gut. Ich weiß jetzt ja nicht, wo wir jetzt hier waren. Ne, warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen dahin. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz ich jetzt hier noch. Oh, ich sehe hier einfach nichts. Ich weiß nicht, wie lange das vorhin gelaufen ist. Ich mache mal noch 5 Minuten. Wir werden mal jetzt Richtung diesem. Bis kurz davor vielleicht noch hinreiten und dann ist gut. Da ich jetzt wirklich nicht weiß, wo ich jetzt hier bin. So. Nichts sagen. Behid, Dungata. Zum Questziel. Wolfu ma fede were tu. Okay. Na okay, okay, okay. Meter ist nicht ganz so weit, ne. Alter, ich würde am liebsten jetzt noch weiter aufnehmen. Entweder werde ich jetzt noch Dateien verschieben. Muss ich mal gucken. Ich hätte aber jetzt voll Bock drauf. Klar, hier sind ein Haufen Wölfe, Alter. Wo kommen die denn alle her? Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwo was zu fressen. Ist hier was zu fressen? Hier ist ein Busch. Okay, so, wir sind voll. Turm in Trümmern. Da sind doch noch Gegner. Aber gut, soll mir erstmal egal sein. Da will ich ja nicht hin. Oh, da gibt es ein Dings. Lasst mich gehen, ihr Heiden! Habt ihr uns nicht schon mehr als genug genommen? Ich kann nicht anders. Es tut mir leid. Hier gibt es ein. Ich muss. Weil ich nicht weiß, ob hier was hier gibt. Alter, was ist denn das für ein Scheißbogen? Gottes Zorn ist das heilige Feuer!
Gottverdammte! Nein! Alter, da musst du ja erstmal dran gewöhnen. Brief eines Dänen, Arik. Rüd behauptet, wir hätten beim letzten Raubzug Beute gemacht und ihm seinen Anteil vorenthalten. Du weißt, dass wir nichts gefunden haben. Die sächsischen Bauern müssen es versteckt haben. Finde es, bevor Rüd uns verbannt. Oder Schlimmeres. Einer der Farmer sprach von einem unterirdischen Gewölbe, doch er hat mein Verhör nicht überlebt. Finde es, Arik, bevor Rüd es uns findet. Nein, Mensch. Kletter da runter, du Eule. Oh, hier ist so ein Ding hier. Aua. Nein, oh, nicht das neue Leder. Haben wir bald? Sind wir bald wieder heilt hier? Blitzschnell. Was ist denn blitzschnell schon wieder? Oh, das ist da drüben, Ding. Verbrauche Ausdauer, um dich unentdeckt zu bewegen. Endet bei Feindkontakt. Okay. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, oder? Ist hier ein Aussichtspunkt? Ja. Tatsache. Den nehmen wir noch mit und dann werde ich hier ausmachen. Ich habe echt Angst, dass mir die Platte voll läuft. Aber hier ist doch auch noch irgendwas. Ja, ist egal. Ich bleib jetzt erstmal dann hier oben. Freunde der Sonne, mit diesem Ausblick schicke ich euch in die nächste Folge, denn wenn sie denn kommt, er wird auf jeden Fall kommen. So, ich überlege, was ich jetzt mache, ob ich jetzt Dateien verschiebe und dann noch mal ein bisschen was mache. Muss ich mal gucken. Lasst euch da überraschen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und bis dahin haltet die Ohren steif und tüdelü.